die Toten da lagen, die wurden dann von Leuten inspiziert, die wir gar nicht gesehen haben. Das waren Spezialisten der Propaganda, das waren Parteileute, Ärzte und ähnliche, die dann zusammengezogen wurden, um dieses Ereignis auszuschlachten, um es ganz deutlich zu sagen. Und wir hatten als Soldaten, hatten wir die Originalversion erlebt und im Kopf und nicht die ausgeschlachtete, die man den Deutschen zu Hause dann bot in den Zeitungen und in den Wochenschauen. Das ist ein Unterschied gewesen.